Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr in eurer Fritzbox den Internetanschluss konfigurieren könnt. Primär natürlich Telekom, wie bei mir, aber es gilt halt für die meisten Anbieter, was genau gemacht werden muss. Wir fangen zunächst an. Wir öffnen unseren Browser. Ich habe mich diesmal schon in der Fritzbox angemeldet. Wichtig ist zu beachten, dass wenn ihr irgendwelche Einstellungen macht, sicher geht, dass hier unten erweitert steht. Da könnt ihr entweder draufklicken, wenn Standard steht, dann geht es automatisch in erweitert. Oder ihr geht hier oben auf die drei Punkte und seht oder prüft, ob hier erweitert angehakt ist. Danach auf Internetzugangsdaten und ihr kommt schon in die Maske. Das ist die Standardeinstellung, wenn ihr einen normalen Telekom DSL-Anschluss habt, müsst ihr eigentlich fast nichts machen. Ihr wählt beim Einrichtungsassistenten einfach Telekom aus, im Normalfall dieses Magenta Home oder wie auch immer das aktuell heißt. Und hier seht ihr schon DSL-Anschluss empfohlen, automatische Einrichtung, Internetzugang der Telefonie, bla bla blub, über diesen Easy Support von der Telekom. Somit müsst ihr weder die Rufnummer noch die Internetanschlussdaten wie diese @t-online.de und das persönliche Kennwort, also diesen Zettel, den ihr extra bekommt, eingeben. Ist aber auch unterschiedlich, je nach Router sozusagen. Es gibt manche Router, die unterstützen das nicht, aber das sind meistens nur so spezielle. Die normale Fritzbox und auch wobei der Speedport so oder so automatisch, aber die Fritzbox, die hat normalerweise diese Automatisierungsfunktion. Dann gehen wir erstmal hier kurz unten auf Verbindungseinstellung, was man hier alles ändern kann oder anpassen kann. Hier seht ihr einmal dauerhaft halten. Im Normalfall hat man ja eine normale DSL Flat. Das war früher noch aus den Zeiten, wo es pro Minute oder sowas gekostet hat. Aber das ist ja schon ewig her. Das heißt, der Part bleibt immer gleich. Und hier kann man auch sagen, wann die Zwangstrennung ist. Bei der Telekom, die haben ja im Normalfall beim DSL-Anschluss immer eine Zwangstrennung irgendwann in der Nacht, wo dann kurzfristig das Ding mal für, ach, keine Ahnung, 10, 20 Sekunden weg ist. Das ist ja nicht die Welt und nachts juckt ja eh nicht, weil im Normalfall schläft man ja. Dann hier unten haben wir noch einen interessanten Part. Das ist nur, wenn man die Fritzbox halt nicht als Router nutzen möchte. PPPA Pass-Through ist ähnlich wie der Bridge-Modus in der Cable-Fritzbox, damit ihr die externe IP-Adresse zum Beispiel an eurer Firewall, FortiGate, Sophos, was auch immer haben könnt. Aber im Normalfall braucht man diese Funktion nicht. Bei den Cable-Fritzboxen macht man es eher, dass ihr diesen Bridge-Mode nutzt, aber diese PPPA Pass-Through kann man machen, muss man aber nicht. Aber wie ihr möchtet, könnt ihr einfach mal ausprobieren. Steht aber auch hier nicht empfohlen. Im Normalfall soll die Fritzbox die Verbindung aufbauen. Oder wenn ihr wirklich dieses PPPA Pass-Through macht, dann macht ihr alle Ports zu und nutzt dann zum Beispiel die FortiGate oder ähnliches dafür. Aber im Normalfall kauft man sich dann ein reines DSL-Modem, damit dort keine Telefonfunktion und ähnliches dabei ist. Dafür ist dann die Fritzbox auch wieder viel zu teuer. Genau, dann machen wir den Part mal wieder zu. Und schauen uns mal an, was es hier noch gibt, rein nur bei der Telekom. Bei der Telekom gibt es halt einmal natürlich diese automatische Einrichtung, dann die Einrichtung mit Telekom-Zugangsdaten. Und hier steht halt alle Anschlüsse außer Telekom Business. Und bei Telekom Business seht ihr auch, die Zugangsdaten sind andere. Das heißt, hier sind normalerweise die Daten, die ihr auf dem Zettel habt, den ihr von der Telekom bekommen habt. Und bei Business ist das wieder was anderes. Da müsst ihr halt je nach Anbieter halt einfach mal auf der Seite von denen schauen, was man eintragen muss. Aber in dem Fall ist das eigentlich unser wichtigster Part. Das heißt, da werden einfach die Daten von dem Zettel von der Telekom eingetragen. Und dann funktioniert es hundertprozentig. Wichtig ist aber, da kann es halt, wenn man die Zugangsdaten manuell eingibt, halt dazu führen, wie hier oben schon beschrieben, dass die Telefoniedaten manuell eingetragen werden müssen. Das habe ich bisher noch nie gemacht. Da müsste ich mich dann später auch nochmal reinschauen. Fuchsen sozusagen. Aber wahrscheinlich bei Telekom weiß ich oder bei einem normalen DSL, meistens reicht es, wenn man einfach nur Rufnummern einträgt. Der registriert die dann automatisch bei dem jeweiligen Anbieter, wenn er halt vorhanden ist. Wenn das irgendein Unbekannter ist, der hier nicht in der Liste ist, kann es auch sein, dass man da wirklich manuell die SIP-Daten eingeben muss und dann wird es schon wieder schwierig. Aber die Daten kriegt man auch wieder als Dokument normalerweise von dem Anbieter, wo man es her hat. Dann gibt es noch Telekom DSL-Anschluss, Einrichtung für Magenta, Zuhause, Regio. Kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Habe ich bisher nichts mit zu tun gehabt und auch nicht von gehört.
Muss man auch einfach mal nachschauen beim Anbieter. Und dann ist eigentlich das hier noch recht wichtig, weil vom Grundprinzip ist der Part eigentlich identisch wie der DSL-Anschlusseinrichtung mit Eingabe der Zugangsdaten, nur dass sie in dem Fall eine vorgeschaltetes Modem von der Telekom habt. Weil im Normalfall die Glasfaseranschlüsse bei einem normalen Einfamilienhaus gehen unten im Keller rein. Dort ist dieser Abschlusspunkt oder Abschlusspunkt der Telekom. Da wird einfach an das Glasfaserkabel so ein Adapter dran gesteckt, was gleichzeitig auch das Modem ist. Und von dort aus geht es dann mit Kupferkabel weiter, zum Beispiel zur Fritzbox. Und dafür wird dann das benötigt, weil das Modem selbst wandelt halt dann das Lichtsignal in Kupfer um und dann steckt es an der Fritzbox und dann werden dort die Daten eingetragen. Wenn ihr zum Beispiel in einem Mehrfamilienhaus seid, da kann ich euch nicht sagen, wie das aufgebaut ist, weil ich glaube, ich habe mal gehört, dass dann pro Partei eine extra Glasfaser direkt in die Wohneinheit oder in die Wohnung reingeht. Aber da habe ich noch nicht viel mit zu tun gehabt. Hier sind primär halt Einfamilienhäuser oder halt noch Kupfer, ganz normal. Ja, das wäre der Part bezüglich Telekom. Und hier seht ihr auch wieder Telekom und Telekom Business vom Grundprinzip genau das gleiche. Nur, dass ihr halt den Warnport nutzt. Das ist halt auch wichtig zu beachten. Ihr habt ja an der 7590 habt ihr vier LAN-Buchsen, die sind gelb und eine blaue Buchse, wo Warn drüber steht, die kann entweder als fünfte LAN-Buchse benutzt werden oder zum Beispiel, wie eben schon beschrieben, als Router hinter einem Modem zum Beispiel. Kabel oder Glasfaser. Dann gehen wir einmal hier oben drauf. Das sind so die vier gängigsten Anbieter in Deutschland, so die größeren, die eigentlich fast überall vertreten sind, außer bei manchen Kommunen oder größeren oder Gemeinden oder was auch immer, wo halt die Telekom nicht ausbaut oder noch nicht ausgebaut hat, wo bestimmte andere den Glasfaserausbau gemacht haben. Dann muss man halt auf weitere Internetanbieter geben. Da kriegt man aber auch wieder einen Zettel oder halt ein Dokument, wo aufgelistet ist, wie man den Internetanschluss einzurichten hat. An zum Beispiel Fritzbox, was auch immer für einen Router. Aber im Normalfall sind dann da die Zugangsdaten drin. Gehen wir nämlich einmal hier drauf und dann habt ihr hier verschiedene Sachen wie Congstar, Hansenet, Easybell, Mnet und viele andere. Und falls der Internetbieter wirklich nicht dabei ist, geht ihr auf andere Internetbieter, dann gibt es aber auch wieder eine Anleitung von jedem Provider an sich. Als Beispiel, wir gehen jetzt einfach auf Mnet und dann habt ihr auch bestimmte Sachen, die hier angegeben sind und hier wird auch wieder eigentlich alles selbsterklärend aufgelistet und da habt ihr auch wieder die Anleitung seitens des Providers. Dann habt ihr hier unten noch drei Parts. Wir haben einmal, wie schon eben angesprochen, vorhandener Zugang über WAN. Das heißt, die Fritzbox ist ein reiner Router ohne DSL-Funktion. Das heißt, die Fritzbox baut die DSL-Verbindung nicht auf, sondern es macht einfach zum Beispiel das Kabelmodem von Unitymedia bzw. jetzt Vodafone oder zum Beispiel das Glasfasermodem, wie eben schon angesprochen, bezüglich der Telekom oder ähnliches. Dann gibt es ganz normal den vorhandenen Zugang über WLAN. Das heißt, ihr könnt das Ding auch als WLAN-Brücke nutzen. Nichts anderes als eine überteuerte Access Point würde ich nicht empfehlen, einfach weil auch die Verbindung ja schwach ist. Danach gibt es unten noch den letzten Punkt Mobilfunkanbieter. Die 7590 unterstützt einen USB LTE-Stick sozusagen, so kennt man noch aus früheren Zeiten diese alten UMTS-Sticks sozusagen. Das heißt, man kann da einen LTE-Stick dran stecken an einen der USB 3.0-Ports und kann dort dann als eine Art Backup-Leitung LTE nutzen. Ja, das wären so die Parts gewesen. Wir können ja testweise nochmal einen anderen anklicken und hier sehen wir auch wieder. Vom Grundprinzip habt ihr überall bestimmte Zugangsdaten und die kriegt ihr eigentlich immer von dem jeweiligen Anbieter. Die Einstellungen hier sollten auch immer die gleichen sein. Genau hier kann man dann halt einstellen, dass bestimmte Zwangstrennungen speziell dann laufen sollen und bestimmte Sachen eingestellt werden können. Ja.
Das war es eigentlich schon gewesen. Bei Fragen unten in den Kommentaren. Von Daumen hoch und auf Freund. Dankeschön.